Hallo. Ja, schon wieder ein Video, aber diesmal geht es nicht ums Fahrrad oder um irgendwelche Radvideos, sondern, also ich fahre einen Passat 3B. Und was ist mit den Dingern? Die laufen super. Aber es gibt eine Schwachstelle, teilen sie sich mit dem Golf 4 und wahrscheinlich auch mit Skoda und Seat, ich weiß es nicht. Also letztendlich geht es um Wassereinbruch. Also ein Riesenproblem ist ja, wenn hier dieser Kasten vollläuft wie ein Aquarium, wo im Grunde der Regen läuft, der im Grunde über die Windschutzscheibe letztendlich da rein. Es gibt Ablaufstutzen, und zwar einer unter der Batterie und einer unter dem Bremskraftverstärker. Das sind letztendlich so Gummitüllen, die sich nach unten hin verjüngen und da sammelt sich dann halt gerne der Dreck. Am besten diese Gummitüllen raus. Das ist bei mir schon seit Jahren so, aber jetzt hat es bedingt durch einen super Starkregen hier dann doch nochmal eine Überschwemmung gegeben, dass der im Grunde randvoll war, dieses Aquarium. Und dann ist mir halt Wasser auch in den Innenraum gelaufen. Und da bin ich immer noch so ein bisschen am Trocknen. Also ich habe hier, seht ihr da einen Aufnehmer. Der Wagen steht so ein bisschen schräg, das läuft alles dorthin. Und da bringe ich immer noch diesen Aufnehmer aus. Und dann wundert ihr euch, was hat er denn hier mit seinen Zeitungen? Das will ich euch erklären. Also, das Problem, Golf 4, Passat, hinter dieser Innenverkleidung ist ein sogenannter Armaturenträger. Wie heißt das? Geräteträger, Armaturenträger, ich weiß es gerade nicht. Also so ein Blech, was hier ringsrum mit so einem Butyl Schnurding aufgelegt ist und das dichtet die Tür nach innen hin ab von dem Regen, der hier über die Kanten irgendwie reinläuft. So, und dann werden diese Dinger dann undicht. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn es mal richtig regnet, bin ich betroffen? Ist jede Tür betroffen? Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe jetzt hier einfach mal Zeitung genommen und die kann man hier schön, ich zeige euch das mal hier oben, man kann nämlich diese Gummilippe aufziehen und dann steckt man hier Zeitung rein. Und wenn es so ist, dass die Tür undicht ist, dann läuft das hier unten dann irgendwie hier unter dieser Kante, läuft das dann raus, läuft hier auf die Gummidichtung und läuft dann so nach innen. Und wenn das ist, dann muss die Zeitung feucht sein. Und wenn es stark geregnet hat, der Wagen steht draußen und das Papier ist weiter trocken, dann würde ich erstmal sagen, Entwarnung. So, das habe ich jetzt an allen vier Türen gemacht. Erstes Ergebnis. Alles gut soweit. Aber vielleicht hat es auch noch nicht stark genug geregnet. Ich will das mal einfach weiter beobachten. Und dann habe ich zusätzlich hier dann da auch noch, seht ihr da ja, Papier reingestoppert. Wenn Feuchtigkeit reindringt, dann müsste ich das ja irgendwie an diesem Zeitungspapier sehen. Und das wäre jetzt mein Tipp, wenn ihr wissen wollt, wo kommt die Feuchtigkeit denn her, wenn ihr welche habt, steckt dann hier diese Zeitung rein und wartet da mal so ein ordentliches Regenschauer ab. Und dann, ich habe es eingangs erwähnt, ja, dass man hier zusieht, dass hier kein großartiger Dreck ist, der dann da an der Stelle die Ablauflöcher verstopft, weil das ist halt eine Riesenschwachstelle bei diesen Dingern, wobei das ja sonst eine, wie ich finde, ausgereifte Konstruktion ist. Mittlerweile ist er 25 Jahre alt und hat über 400.000 runter. Ich bin bei 405.000. Da mache ich aber demnächst nochmal ein separates Video. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. So viel für den Moment. Ciao, ciao.